Sie haben doch auch die Entwicklung des Peter Bregel verfolgt. Was haben Sie denn so am Anfang über ihn gedacht? Ganz zu Anfang, habe ich viel von ihm gehalten. Und dann wieder nicht. Dann ist er nämlich stehen geblieben. Dann habe ich gesagt, das wird nie ein Fußballer. Oh, ich habe gedacht, er spielt 2-3 Mal und dann ist wieder rum, weil er sah aus wie, na, wie gesagt, stapperig ist er rumgelaufen. Ne? Irgendwie eckig, schwerfällig. Das Einzige, was er war, eben schnell. Aber am Ball, die Leute haben mich ausgelacht auf den Tribünen. Ne? Haben Sie am Anfang an ihn geglaubt? Nein. Ich stehe meistens unten in der Westkurve. Immer die gleichen Besucher. Von verschiedenen Zungen hat man gehört, es gibt nie ein Fußballspiel. Ich musste immer dagegen sprechen, weil ich davon überzeugt war, dass es einen gibt. Und Hans-Peter Bregel wurde einer. Schneller als andere. Er selbst sagt, dass ihm das alles noch manchmal wie ein Traum vorkommt. Sein Weg, sein Erfolg, seine Popularität. Mit 16 überraschte er erstmals seine Umwelt, sogar seine Eltern. In einem Lebenslauf schrieb er als Berufswunsch Profifußballer, ohne je in einem Verein in einer Mannschaft gespielt zu haben. Peter Bregel, der nur ab und zu mal auf der Wiese hinterm väterlichen Bauernhof kickte, war nämlich Leichtathlet, genauer gesagt ein über die Landesgrenzen hinaus bekannter, sehr erfolgreicher Mehrkämpfer, bis er umsattelte. Ich habe einfach keine Chance mehr gesehen, in der Leichtathletik weiterzukommen. Ich habe im Zehnkampf eigentlich 8 starke Disziplinen gehabt und 2 schwache. Das war der Speerwurf und der Stabhochsprung. Und da habe ich eigentlich keine Chance mehr gesehen, weiterzukommen im Zehnkampf. Und dann habe ich einfach die Chance wahrgenommen, mit dem Fußball anzufangen, aus dem einfachen Grund auch, weil das mir selber Spaß gemacht hat. War es also der Spaß, der Sie zum Fußball gelockt hat, oder haben Sie da schon irgendwo daran geglaubt, na, vielleicht schaffe ich es mal ein bisschen weiter, vielleicht verdiene ich damit Geld? Ja, ich habe schon im Stillen habe ich schon daran geglaubt. Ich habe in der Meisterschule habe ich meine Witte abgeschlossen. Und zwar ein Kollege von mir, der hat damals bei den Amateuren gespielt, von Kaiserslautern. Und mit dem habe ich eine Wette abgeschlossen, einen Kasten Bier. Ich habe gesagt, und damals habe ich noch in keinem Verein Fußball gespielt. Habe ich zu ihm gesagt, innerhalb von einem Jahr spiele ich in der Bundesliga. Und die Wette habe ich zwar verloren, aber 2 Jahre später habe ich dann doch in der Bundesliga gespielt. Aber ich glaube, das war schon irgendwie eine gewisse Vorahnung, die ich da gehabt habe. Die Schnelligkeit ist wichtig, aber Sie sagen selbst, man muss viel am Ball können. Und das war ja das, was der Peter Bregel zunächst einmal noch nicht so beherrschte, den Ball. Und dann gab es, als er in die erste Mannschaft kam, beim 1. FC Kaiserslautern, in die Bundesligamannschaft, nach Erfolgen bei den Amateuren, doch Pfiffe. Ja, Pfiffe hat es schon gegeben. Da war ich ziemlich am Ende, in der Anfangszeit, nach den ersten 5-6 Spielen. Da wollte ich einfach, ich habe gesagt, Mensch, ich höre auf, ich gehe jetzt wieder zurück nach Rodenbach. Aber da war zum Glück Trainer Ribbeck, der hat immer zu mir gesagt, Junge, beiß die Zähne zusammen, du wirst das schon schaffen. Peter Bregels Karriere kennt keine Parallele. Denn während seine Berufskollegen im Profigeschäft ausnahmslos schon mit 8 oder 9, spätestens mit 12, 13 Jahren in Jugendmannschaften spielten, hat er erst mit 17 auf dem Waldsportplatz in Rodenbach angefangen. 3,5 Jahre später spielte Peter Bregel erstmals in der höchsten Klasse. Heute ist er eine Stütze des Bundesligisten 1. FC Kaiserslautern. Seine Trümpfe, Athletik und Schnelligkeit. Seine Spitznamen, Bär oder Kleiderschrank. Stören Sie eigentlich Begriffe wie Kraftprotz, Zehnkämpfer, Mordsstatur und diese Dinge? Ja, ich glaube, die stören mich schon, aber man kann das nicht ändern. Ich kann jetzt nicht ins Fernsehen reinspringen und kann zu dem jetzt sagen, sag das nicht mehr oder so. Die kommen immer wieder bei meiner Größe und so. Dann, da muss man einfach mitleben. Hans-Peter Bregel lebt nach wie vor auf dem Bauernhof seiner Eltern in Rodenbach, hilft dort noch gelegentlich mit. Ein geselliger Typ ist der gelernte Maschinenschlosser nicht gerade. Seine Mannschaftskameraden charakterisieren ihn als ruhig, ausgeglichen und bescheiden. Ein jeder schätzt ihn als guten Kumpel. Herr Feldkamp, wie charakterisieren Sie den Spieler und Menschen Peter Bregel? Ja, das ist für mich sehr leicht. Menschlich gesehen würde ich sagen, ist der Peter Bregel ein Typ, den man in einer Mannschaft braucht.
Spielerisch bin ich unbedingt wie menschlich der Meinung nach 7 Monaten, dass er eine Bank ist für unsere Mannschaft und dass vielleicht gerade die Steigerung von Peter Briegel in unserem Tabellenbild wiedergespiegelt wird. Ich hoffe nur, dass dieser unheimliche Aufstieg lange anhält. Wo sehen Sie noch Schwächen? Welche Stärken hat er? Ja, Schwächen sind vielleicht bei ihm noch, dass er vielleicht nach Fehlern noch einfach eine zu lange Zeit braucht, um wieder seine Normalform zu finden, wenn er einen Fehler macht. Er ist innerlich noch nicht so abgeklärt, dass er sich das schon erlauben kann. Und ich glaube, darin müssten wir ihn steigern. Aber wenn man bedenkt, dass er vor einem Jahr noch Angst hatte, hier einzulaufen und jetzt schon Publikumsliebling ist, ich glaube, das sollte er kurz oder lang ganz aufnehmen. Was ist er wert? Was ist er Ihnen wert? Mir ist er so viel wert, dass ich also der Meinung bin, wenn er heute verletzt würde, dann würde die Meisterschaft für uns abgefahren sein. Und ich glaube, das ist ein sehr hoher Wertmesser. Briegels Marktwert dürfte sich schon bald auf die Millionengrenze zubewegen. Denn er ist erst 23. Sein Alter, seine physischen Vorzüge und seine enorme Entwicklung sprechen für ihn. Und für viel Geld würde er, der Heimatverbundene, auch wechseln. Aber bis 1981 ist er an den FCK gebunden. Und das mittlerweile ein bisschen unter Wert, wie er meint. Sie haben es schwer gehabt am Anfang und heute strotzen Sie vor Selbstvertrauen. Glauben Sie, dass das vielleicht damit zusammenhängt, dass Sie es gerade so schwer hatten? Ich glaube nicht, dass ich vor Selbstvertrauen strotze. Aus dem einfachen Grund, weil ich bin nie zufrieden im Spiel. Wenn ich ein gutes Spiel mache, ich habe vielleicht in diesem Jahr 2 gute Spiele gemacht und der Trainer sagt, ich habe 10 gute Spiele gemacht. Aber für mich, zum Beispiel gegen Frankfurt, da habe ich ein gutes Spiel gemacht. Aber die anderen, da mache ich immer noch zu viele Fehler. Da sind im Spiel 3, 4 Sachen drin, wo ich einfach wieder abschalte. Und das muss ich noch ausmerzen. Und dann kann man sagen, dass ich vielleicht mal für Selbstvertrauen strotzen könnte. Das heißt, Sie trauen sich auch noch mehr zu? Ja, ich glaube, ich spiele jetzt 6 Jahre Fußball und ich kann noch viel lernen. Die Ziele haben sich geändert, logischerweise, von Jahr zu Jahr, weil Sie immer weitergekommen sind. Wo sehen Sie heute Ihr Ziel? Ja, mein Ziel, das habe ich schon manchem gesagt, ist einmal in der Nationalmannschaft jetzt spielen. Vor 3 Jahren habe ich noch gesagt, oder vor 4 Jahren, einmal in der Amateurnationalmannschaft. Und so, ich glaube, das muss auch sein. Jeder versucht sich irgendwie neue Ziele zu setzen. Und wenn man ein Ziel erreicht hat, dann muss man sich ein neues Ziel setzen. Dann habe ich gesagt, einmal in der B-Mannschaft und dann am Anfang sogar einmal in der Bundesliga nur spielen. Und so geht das immer weiter. Und ich finde jetzt halt, dass ich, wenn ich einmal nur in der Nationalmannschaft spielen könnte und natürlich mit Kaiserslautern deutscher Meister werden könnte, das wäre für mich ein großer Erfolg.